gutes Leben geführt. Sehr gut. Die meisten von euch würden das so sagen. Ich führe ein gutes Leben. Und dann, eines Tages spielte er Karten mit seinen Freunden und trank, so wie viele Freunde von euch tun werden. Und dann hat er das Kartenspiel verloren und zog eine Knarre heraus und erschoss einen seiner Mitkameraden. Und damals in den USA war das Urteil Todesstrafe. Und man hat sie sofort ins Gefängnis und dann einen Termin vereinbart. Dann und dann wird die Todesstrafe vollzogen. Nun kannten die Verwandten diesen jungen Mann und er hat wirklich ein anständiges Leben geführt, wie jeder von euch oder die meisten von euch. Aber über seinem Leben stand Todesstrafe wegen einem Vergehen. Und dann haben die Verwandten zu dem Gouverneur des Staates Briefe geschrieben und haben Bitten gestellt und Petitionen, dass sie doch freilassen sollten. Und letzten Endes, der Gouverneur gab nach. Der Gouverneur macht sich auf den Weg ins Gefängnis zu diesem Mann, der eingekerkert wurde. Und dieser Mann sitzt im Gefängnis und sieht einen Mann kommen und denkt, das ist ein Priester. Wusste gar nicht, dass es der Gouverneur ist und schreit zu ihm, hau bloß ab! Und der Gouverneur sagte, Moment, ich habe eine gute Nachricht für Sie, ich möchte Ihnen, hauen Sie bloß ab! Dann versucht er noch einmal, ich habe wirklich eine gute Nachricht für Sie und sagt, nein, verschwinde, ich will diese Nachricht nicht hören! Der Gouverneur, der drehte sich um und ging. Kurze Zeit später bekam dieser junge Mann die Nachricht, es war der Gouverneur, und er hatte die Nachricht für mich, dass du frei werden solltest. Du solltest frei werden von deiner Schuld. Und dann kam der Tag der Hinrichtung. Und der junge Mann bat den Gouverneur, ein Wort zu sagen. Und es wurde ihm gewährt. Und dann sagt er zum Volk Folgendes. Ich sterbe heute nicht, weil ich einen Menschen ermordet habe, sondern ich sterbe, weil ich die Gnade Gottes nicht angenommen habe. Und so hat der Herr Jesus für einen jeden von euch sein Leben gelassen. Und ihr sterbt nicht, ihr fahrt nicht zur Hölle, weil ihr gesündigt habt, weil ihr gelogen habt, sondern weil ihr die Gnade Gottes nicht annehmen wollt. Und Jesus steht heute da und ruft jeden von euch zu. Aber ich befürchte, dass viele von euch dann genauso handeln werden wie dieser junge Mann. Hier wird es gepredigt und ihr sagt, nein, ich will das nicht hören. Aber bedenkt, es kommt der Tag des Gerichts. Bald. Und ihr werdet für jeden Gedanken, für jede Wort, für jede Ablehnung, werdet ihr gerade stehen müssen. Aber es ist noch Gnadenzeit und Jesus kann jeden von euch retten, denn er hat sein Leben für euch gelassen.